Willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online. Ich habe den Namen vergessen, Eternal irgendwas war's, glaube ich. So, wir haben im ersten Part mit Klein ein paar Wölfe gekickt. Und dann ist unser Lockout-Button nicht da gewesen und wurden wieder zur Beginnerstadt teleportiert und jetzt ist hier eine Cutscene. Also? Wow, also ich muss echt sagen, das ist sehr interessant, dass sie echt hier die ganzen Anime-Sequenzen mit einbauen. Ja, man hat jetzt gesehen, was passiert, also wir können uns nicht mehr ausloggen. Also wir schon, aber halt die Spieler eigentlich nicht. Und sobald sie sterben, in diesem Spiel sterben sie auch so, in Wirklichkeit. Das ist das, was mich gewundert hat, wenn jetzt zum Beispiel einer meiner Teamkameraden stirbt, aus Versehen, ob der dann wirklich stirbt oder ob man den wiederbeleben kann. Das ist, was ich mich gerade momentan frage bei diesem Spiel. Also wir sind hier gefangen, man hat doch gesehen, dass wir eigentlich nicht so aussahen, wie unten die Bilder gezeigt haben am Anfang, sondern wir hatten unsere Avatare und jetzt sehen wir so aus. Nun ja, ich hoffe mal, dass ich, wenn hier mal so die ganzen Anime-Sequenzen drin sind, ich dann keine Probleme mit den Rechten kriege. Aber ich hoffe einfach mal nicht, ich meine im Endeffekt ist das ein RPG-Maker-Spiel, ich hoffe mal einfach nicht, dass das passiert. Was werden wir einfach tun? Werden wir wirklich sterben, wenn wir in diesem Spiel sterben? Würde uns wirklich mit dem Nerfgear töten? Er wird es tun. Du hast die Nachrichten gesehen, richtig? Wenn er bereits Leute getötet hat, dann wird es nicht stoppen, bevor wir dieses Spiel geschafft haben. Dann, was sollten wir tun? Ich werde zur nächsten Stadt gehen. Du solltest mit mir kommen. Nein, ich habe Freunde, die dieses Spiel spielen und es ist auch das erste Mal, dass sie das spielen. Ach nee, dass die MMOs überhaupt spielen. Ich verstehe. Dann viel Glück. Klein quit the party. Ich sollte zunächst... Na okay, dass du weißt, dass das Ding Tolbana heißt, das ist interessant. Ja okay, du warst im Beta-Test, du weißt es wahrscheinlich. Gut. Ja, Kirito will nämlich so schnell wie möglich zur nächsten Stadt, weil... er will möglichst schnell, viel Erfahrung. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt mal gucken, ob ich nicht vielleicht hier diesen Boss oder sowas begegne, aber ich speichere vor allem erstmal. Es wäre sehr interessant, wenn ich dem Boss hier nämlich begegnen könnte. Allerdings bin ich halt jetzt auch alleine, deswegen... Oh, naja. So. Jedenfalls in der Story hat Kirito nämlich jetzt gemeint, er geht zur nächsten Stadt, weil jetzt sehr viele Spieler natürlich möglichst schnell sich hochtrainieren wollen. Weil, ja, wenn man stirbt, wenn man im Spiel stirbt, das heißt, man muss möglichst stark sein, um nicht zu sterben. Aber so wie Kirito das erklärt hat im Anime, kann man das nur eine bestimmte Art und Weise machen. Also es gibt... okay, es ist anscheinend nicht so gedacht, dass ich wieder hierher komme. Ohne Klein. Deswegen kam da gerade noch das Dingens. Ah, naja. Okay. Wenn ich jetzt hier wirklich nicht hin soll, dann lasse ich das vielleicht am besten auch einfach. Komm vielleicht später mal wieder her, und wenn ich dann stärker bin. Um einfach sinnlos irgendwelche Monster zu killen. Nun ja, jedenfalls wie Kirito das erklärt hat, kann man nur bestimmte Anzahl... Entweder spawnen nur eine bestimmte Anzahl an Monstern oder man kann nur eine bestimmte Anzahl an Erfahrungen an den Monstern kriegen. Und weil dann die ganzen anderen Spieler hier die ganzen Monster abschlachten, ist es dann halt schwer, dann sich gescheit zu leveln. Und deswegen ist es sinnvoller, halt erst zu den anderen, gleich zur nächsten Stadt zu gehen. Um eben bessere Trainingsplätze zu bekommen. Und damit halt einen Vorteil zu haben. So. La 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 la. So, und voll. Gut, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also bisher gefällt mir das Spiel sehr gut.
Ist richtig schön RPG-Style-mäßig. Und halt aber auch die Geschichte wunderbar gemacht. Kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, da muss ja echt viel Arbeit drin sein hier, also bei den ganzen Details. Die ganzen Videos noch rein. Allein das Anfangsvideo ist bestimmt sehr viel Arbeit gewesen, wenn der Entwickler das selber gemacht hat. Oder wer auch immer das gemacht hat, es war auf jeden Fall viel Arbeit. Ich meine, so kleine Dinge kann man vielleicht verbessern, dass man am Anfang halt die Avatars hat und nicht gleich die richtigen Bilder. Oder dass man halt in dem Grassfield nicht wieder mit klein redet. Ich erinnere mich, dass da eine Abkürzung hier irgendwo war. Spiel mit dir. Ah, ein NPC. Die Monster hier sind stärker und da ist kein Safe Area, also ist kein sicheres Areal. Ich habe gehört, dass dieses irgendwo hier eine Abkürzung hat. Frage ist wo? Vielleicht durch den Ofen? Nein, scheinbar nicht. Na, ich verstecke mich im Bett. Naja, so kleinere Grafikbugs, wenn dann plötzlich der Kopf hier so halb verschwunden ist oder sowas. Ah, das ist ja nun nicht schlimm. So, die Frage ist, wo ist hier eine Shortcut? Aha. Ich vermute mal hinter dem Haus. Ja. Oh, das ist einer der stärkeren Wölfe, glaube ich, oder? Ah, er macht mich auch gleich Blutscham. Das ist nicht nett. Und er weicht aus, das ist auch nicht nett. Vielleicht sollte ich vor dem einfach abhauen. Ach, naja, ich kann nur besiegen. Zur Not habe ich Potion. Naja, hat mich nicht getroffen, gut. Aua. Ich gehe am besten nochmal zurück zur Stadt und heil mich kurz. Du weißt, was hier noch auf mich wartet. Ah, ich konnte nicht entkommen, das ist nicht nett. Ich würde aber gerne entkommen. Naja, gut. So. Das Inn war irgendwo da oben rechts. Ja. Ah ja. Das ist interessant, man kann anscheinend Essen kaufen, um sich zu heilen. Oder man kann halt einfach schlafen gehen, aber das Essen kommt anscheinend billiger. Das kommt ganz drauf an, wie viel Heilung du brauchst anscheinend. Was sinnvoller ist. Gut, gut. Ob ich die Abkürzung einfach nehmen sollte. Das werde ich dann wahrscheinlich tun, nur zwei Würfe. Da ist Guard. Ah, alles klar. Seid ihr die starken Würfe? Ist auch doof, ich kann das irgendwie nicht erkennen. Wolf? Ah. Ne, ihr seid nicht die starken Würfe. Gut, dann mache ich euch platt. Dann war, dass ich fliehen wollte, ja, vollkommen umsonst. So was doofes. Gut, ich brauche drei Schläge für die. Und ich bin anscheinend ein bisschen schneller. Aber ich treffe nicht.
aber der Schwierigkeitsgrad gefällt mir auch, also es ist nicht zu einfach. So viel steht schon mal fest. Ich habe schon wieder fast keine AP, so ein Scheiß. Ja, ich habe ja noch Portionen. Also bitte schön das Animal Blood. Aha. Das kann man vielleicht hier auch so Items herstellen oder sowas wahrscheinlich. Gut, hier ist die Shortcut. Alles klar, lass uns gehen. Und ein weiterer Wolf. So, jetzt gucke ich mal auf den Namen. Strongwolf. Alles klar, so kann man es erkennen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der jetzt etwas dunkler ist oder nicht. Ja. Auch diesen Part mache ich wieder ein bisschen länger wegen der Sequenz. Wenn das weitergeht, dann werden hier noch recht viele Sequenzen kommen. So, na los. Na, lebt immer noch. Ein Schlag noch. Ich hätte vielleicht echt noch ein bisschen mit Klein trainieren sollen am Anfang. Es war recht einfach mit ihm. Wenn noch irgendwo gleich ein Boss kommt, bin ich echt am Arsch. Du siehst hier ein starker Wolf aus, oder? Nee, du bist ein einfacher Wolf, das ist gut. Benutzen wir erstmal einen Trank wieder. Denn wenn sie mir so 30 abziehen und mich dann bluten lassen, bin ich am Arsch, wenn zwei kommen. Okay, was bedeuten die Schmetterlinge? Sind das Gegner oder was? Ach, scheiß drauf. Hallo Wolf. Na, bist du ein einfacher Wolf? Gut. Na, triffst mich nicht. Das ist doch sehr nett von dir. Wie lange brauchen wir denn eigentlich noch zum Aufleveln? 50? Gut. Aber wir sind auch schon in der nächsten Stadt. Alles klar, ich bin hier. Wenn ich bereit bin, sollte ich zum Dungeon gehen. Okay. Würde so wieder zig Häuser, die ich nicht betreten darf. Noch ein NPC, das ist ein Dungeon in der Nähe, aber es ist keine Idee, bevor du Level 6 oder so erreicht hast. Alles klar. Das sind alles NPCs noch hier. Was Sinn macht, da ich ja vorweggerannt bin. So. Ein Waffenshop. Schauen wir doch mal. Man hat genau dasselbe. Also zumindest Rüstung sollte ich mir mal kaufen. Ja, so viel dazu. Ich kann mir mal ein paar... Ich habe nur 600 Kohle. Nehmen wir mal zwei, das reicht. Gain TP brauche ich ja momentan zumindest nicht. Naja, mal schauen. Ah, jetzt ist es schon gut. Na, du hast das Zeug. Und
das so ein Zeug. Ich kann mir nur eins von allen kaufen, deswegen nehme ich einfach gleich das Ding hier. Und rüste das auch natürlich gleich aus. So. Mal gucken, was du so hast. Jetzt kann ich dann vielleicht das Zeug verkaufen. Ja, kann ich, aber es hilft mir jetzt gerade nicht. Also noch kurz ein bisschen umgucken. Was ist das? Die Quest ist wirklich gut, um Geld in der Erfahrung zu kriegen. So, was sollte ich als nächstes tun? Ach, das scheint ein Questhaus zu sein. Questmanager, willkommen in diesem... Das ist das Questcenter. Möchtest du an die Quests gucken? Ja. Sammy's Lost Item. Du hast ins Grasfield gehen müssen und Sammy's Spielzeug finden. Ich denke, dass du Level 5 oder höher sein solltest. Ja, gerne. Ah, man kann nur eine Quest auf einmal nehmen, gut. Ich habe gehört, einige Leute haben Probleme mit Crossover-Quest. Alles klar, ich habe jetzt gerade nicht die Crossover-Quest, deswegen ist das scheinbar scheißegal. Erstmal. So, das ist in. Gehen wir nochmal in die Bar. Trink nochmal ein. Beim Bunny Girl. Willkommen, was möchtest du essen? Was habt ihr? Das ist unser Menü. Alles klar. Wie sehe ich denn aus? Ja, ich brauche gerade nichts zu essen. Bitte sprich nicht mit mir. Okay, dann ich. Was bist du denn für einer? Hey, ich... Es tut mir leid. Hä? Okay. So, was haben wir hier? Nicht. Ein Brunnen. Welches Level haben wir denn überhaupt? Wir sind Level 3. Wir sollten mindestens Level 5 sein. Ja, wir hätten definitiv noch ein bisschen mit Klein trainieren sollen, wahrscheinlich. Nun ja. Gut, ich werde erstmal hier den Part beenden und dann im nächsten Part ein bisschen trainieren. Und dann die Quest machen. Ich werde mal gucken, was diese Schmetterlinge zum Beispiel auf sich haben. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.